Moin, moin, liebe Zockerfreunde, ich darf euch herzlich begrüßen zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante Zockt. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich darf begrüßen an meiner Seite den lieben Manu. Masche. So, wir befinden uns hier in Leipzig, erkennbar hier oben an der schönen Brücke und an der tollen Ringstraße, aber die seht ihr von hier unten ja gar nicht. Hier ist ja unser riesen Zopp mit unseren Fernbussen und was hier nicht alles rumsteht. Z-I-L-Z nach Zittau. Der Fernbus, ne? Könnte auch noch mal ein bisschen Update haben, ne? Mhm. Was haben wir denn da noch, Zittau? Haben wir ja mit diesem Tourismus, glaube ich. Da fahren wir auch mit dem Tourismus, ja. 304 von 370 Fahrgästen. 208.000 machte gerade mal plus. Und drei Busse drauf. 25 Fahrzeuge. Nochmal 5 drauf. Habe ich auch gerade schon ausgewählt. Wir haben hier bitte ganz tolle Kapazitäten. So, wir wollen jetzt natürlich nochmal hier die Abdeckung mit dem Sprit machen. Das heißt, wir werden jetzt hier, damit wir hier nicht noch mehr in irgendwelche Querelen kommen, werden wir hier noch ein kleines Terminal an die Seite setzen. Ansonsten würden wir, glaube ich, das Ganze viel zu sehr fluten und das wollen wir nicht. Das heißt, wir werden jetzt landen neu, einseitig, kann beidseitig. Optimistisch kann er schon mal für später ein paar mehr dran batschen. Ich will es jetzt auch nicht übertreiben. Denk dran, die Straße würdest du wahrscheinlich noch mal erweitern wollen. Oder ja, willst du es vorher schon machen? Nö, das geht auch danach. Gehe ich jetzt mal von aus. Ich hatte jetzt keine Lust noch umzuswitchen. Ist ja gar kein Problem. So, und von hier aus wollen wir dann mit der Einbahnstraße. Schawupp und die Wupp. Darauf. Machen wir mit einer normalen Straße machen. Ne? Dann können wir eigentlich mit einer normalen machen. 10 Meter? 10 Meter. So, und dann machen wir hier raus. Hast du aber falsch rumgebaut. Wieso? Wir können auch da hinten rein und hier raus. Stimmt auch wieder. Das ist auch Quatsch. Müssen wir von hier aus noch näher. Also rumdrehen. Theoretisch rumdrehen, ja. Wäre vielleicht jetzt noch die Chance dazu. Ja, habe ich verstanden. Lass mal Bodo mit seinem Bagger anrücken. War das Turn around? Kurve, Kurve. Ja. Krieg ich wieder. Und jetzt hinten rum wieder. Jetzt wollen wir da hinten aber raus. Sollten wir irgendwann mal hier hinten durchbauen wollen, können wir die da auch mal dran anschließen. Ganz einfach und entspannt. Achso. Ja, dann machen wir. Warte, warte. Haha, voll cool. Sehr gut, Kante, sehr gut. Jetzt eine Abfahrt. Klopft mir gerade auf die Schulter. Jetzt eine Auf- und eine Abfahrt. Genau. Also da will ich jetzt rückwärts bauen. Ja, was macht er? Er baut rückwärts. Ja, ja. Wir kennen uns schon zu lange. Das stimmt. Was das Thema betrifft. Wenden. So, und dann die Ampeln sorgen irgendwann bei Gelegenheit. Ja, kann für Vorteile sorgen.
Sonst hat er keine gebaut. Ja, jetzt ist das hier geradeaus und das andere sind Linksabbieger, okay? Mhm. Wow. Okay, finde ich gut. Das sind die Fernbusse. Hä? Ach so. Ich habe da noch ein paar Abräumer drauf, okay? Mhm. Oh gut. Finde ich auch in Ordnung. So, jetzt wollen wir aber noch eine Abdeckung schaffen, weil wir wollen da gleich damit auf die Autobahn. Wir wollen hier mit rauf auf die Autobahn. Da haben wir die rechte Spur frei, das ist ja schon mal gut. Dann wollen wir um Leipzig herum, am übers Kreuz und dann da runter und kommen dann da raus. Ampel. Ganz böse Ampeln. Ampeln sind böse, ja. Ampeln sind Feinde. Nein, das ist nicht. Nicht, dass hier einer das falsch versteht. So, eine neue Haltestelle oder? Ach ja, du willst erstmal hier den mitteilen. Wenn verschoben werden, ist das in Ordnung. Wenn welche abgerissen werden, ist es nicht mehr in Ordnung. So, also fahren wir jetzt. Haltestelle, Güterhaltestelle. Das heißt, wir fahren jetzt hier rein. Dann haben wir hier rechts rum mit dem Bus. Das heißt, wir fahren entgegengesetzt vom Bus. Also die zweite. Fangen hier unten an. Ja. Gehen bis ganz oben. Ja. Ganz oben. Und dann brauchen wir da hinten eigentlich gar nicht rumfahren. Das kann man immer noch hinzufügen. Dann rumdrehen. Dann halten wir hier unten nochmal, um hier unten auch die Reichweite zu kriegen. Für die Nachbarstraßen. Oh, noch besser. So, und dann würde ich schon fast sagen, dass wir hier geradeaus rüberfahren. Ja, den Wegpunkt mitnehmen. Genau, vor dem Wegpunkt raufkommen. Auf die Straße. Dann fahren wir hier rein und werden hier noch mal eine Straße hinsetzen. Warte. Hinten können wir eine schöne Zufahrt. Ja. Ach, das haben wir gleich einen Linksabbieger draus machen. Wir könnten da natürlich eine Einbahnstraße draus machen. Wenn da einfach mal genau schon abbiegen und da die Haltestelle nach dem Rechtsabbiegen machen. Dann haben wir die und fahren im Anschluss hier rein. Gehen wir trotzdem nicht alle mit. Na, ich würde um die Ecke gehen. Weil sonst behinderst du deinen Bus. Ich würde da schon abbiegen, ja. Jetzt vorne dran abbiegen. Wir reichen, oder? Zwei Gebäude haben wir dann nicht. Ja, ist dann halt so. Ich glaube auch. Aber es muss ja echt knapp sein, ne? Dann machen wir das doch so. Biegen wir hier links ab, fahren ja einmal den Turn. Mhm. Aber dann halten wir den Bus auf. Oder? Ne, hier vorne. Ja. Dann haben wir noch mehr Abdeckung. Ja. Dann haben wir noch mehr Abdeckung. Und falls hier nachher noch was dazukommt, können wir noch eine Haltestelle dazu dichten. Mhm. Ah, Wegpunkt. Wir versuchen erstmal ohne Wegpunkt. Ja, mal gucken, wie sie sich entscheiden. Ja. Gütertruck. Leipzig. Sprit 2. Sprit 2. So, dann fangen wir an. Am neuen Verladeterminal. Guck mal, wie sich die Stadt gleich mal eingekauft hat, das Ding, ne? Mhm.
Wolltest du vielleicht kaufen, die Straßen? Ja, wahrscheinlich. So, das heißt, wir müssen jetzt einmal die ganzen Wegpunkte abgrasen. Der Autobahn? Hier haben wir einen Wegpunkt. Da werden wir natürlich die äußerste Spur nehmen. So, dann wollen wir an die Haltestelle. An die LKW-Haltestelle. Zu dieser Haltestelle. Dann bin ich gespannt, wie er das macht. Ich würde mal die Farbe ändern, das muss besser sehen. Muss auch genau hingucken. Und da zurück wieder natürlich durch die Stadt. Möchten wir natürlich nicht. Der soll natürlich hier durch, da dran vorbei. Ja, ja, ändern wir gleich noch. Häuslich. Ja, weil er hier die innerste natürlich hat. Wegpunkt 22 muss er Spur 3 nehmen. Damit er von hier unten da hochkommt. So wie er ja auch hier bei dem Wegpunkt, Leipzig 14, muss er auch Spur 3 nehmen. Damit er hier runterkommt. Welcher biegt ohne Wendemanöver? Dann biegt er hier ab, fährt da rein. Hier kann er geradeaus durch. Das heißt, hier brauchen wir noch nach der Poststraße brauchen wir noch Bem hier. Ja, doch. Müssen wir eh hin. Dann fährt er hier rein. Will da auch wieder raus. Ich wusste es. Ich hatte gehofft, aber er möchte das nicht so, wie ich möchte. Also müssen wir ihm das sagen. Nach der Raiffeisenstraße fährst du nochmal hier lang, bitte. Alter, was eine Linie. Und der Disponent würde uns kündigen. Auge juckt, Auge juckt. Okay, alles fertig. So. Dann Wegpunkt 22. Ja. Kurz gucken, das passt. Ich würde ihn fast auf die linke Spur stärken, auf Wegpunkt 22. Also der nicht in den Weg geht. Wen? Ich würde ihn an Wegpunkt 22. Ja, wohl. Wenn er hier alles hochkommt, auf die Autobahn rauf. Ja, stimmt. Alles andere als Wegpunkt 3 kriegst du nicht hin, genauso wie bei Wegpunkt 14. Ja gut, aber müssen wir in Kauf nehmen. Du, aber dafür geht er hier sauber auf die Autobahn rauf. Das wird alles super gut laufen. Ob das jetzt hier im Kreisel nachher alles funktioniert, bleibt offen. Aber da kann man zur Not ja auch immer noch sagen, wir gehen hier unterirdisch hin und könnten dann hier drüben noch einen Anschluss machen. Das wäre dann ja für 3 Linien. Dann hättest du davon einiges runter. Aber wir gucken erstmal. Dafür brauchen wir natürlich Sprit-LKWs. Warte mal, wir haben den doch hier oben auch. Ja, von hier oben ist dichter. Ja, von hier ist es näher mittlerweile mit der Schnellstraße. Ja. So, wir brauchen Schipdrit. Ja, sollten wir uns mal ein paar aussuchen. Gerät. Da wir Autobahn fahren, würde ich durchaus 100 km/h bevorzugen. Dass wir nichts in den Weg kommen. Hätten wir einmal die normalen 40 Tonner, aber wir könnten da auch die hübschen 40 Tonner Tankersets nehmen. Ja, könnten wir gerne machen, aus meiner Sicht. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Verdoppeln. 16? Minimum. Nochmal verdoppeln? Ich würde noch 8 draufschmeißen. Toll, jetzt wo ich sie deselektiert habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Das passt. Ups. Dann sind wir bei 24. Gütertruck LZ Kraftstoff. Nicht Sprit 2 war das.
Alter Schwede. Was da alles an Fahrzeugen läuft, ne? Nicht normal. Wie sieht's hier aus? Stahl? Passagiere sieht ein bisschen voll aus. Was? Fernbus? Da hat man noch welche drauf gesteckt. Ah, okay. Ich verstehe gar nicht, dass er leer fährt. Sieht doch noch super gut aus. Peach, Klepper, Schepper, Knarr. Einmal durch die Waschanlage ist wieder gut, oder was? Ich würde empfehlen, Farbtöpfchen. Ihr müsst dafür. Können wir mal erneuern. Was sind das? New Flyer. New Flyer, ja. Die können kein Treibstoff. Nee. Guck mal, das ist doch hübsch. Jetzt fahren da bestimmt wieder welche mit. Zitter, zitter, zitter. Oh. Einiges an Material hier rumstehen. Aber geht da eigentlich noch? Da kontinuierlich die LKWs an. Das stimmt. Wahrscheinlich gerade ein Zug angekommen. Stahl liegt hier rum. 400. Der ist nur halb voll mit Stahl. Hatten wir das nicht letztes Mal schon das Problem? Ja, ja, wir hatten ja irgendwie so. Könnte vielleicht am Gesamtgewicht liegen vom Stahl. Fahren alle nur halb voll mit Stahl. Verrückte Welt. So, wie sieht das aus mit Holz? Hat der das hier alles im Griff mit dem Holz? Hier liegt 400 rum. Also 400 Holz liegen da rum. Da liegt nicht 400 rum. Entschuldigung. So, der ist alter. 600 Einheiten Holz kriegt er mit. Ja, und ist immer noch halt voll ausgelastet. Das ist schon der Wahnsinn. Jetzt haben wir hier aber einiges an LKWs rumstehen. LKWs rumstehen, ne? Aber es füllt sich ja Stück für Stück. Also. Könnte natürlich nochmal auf die Idee kommen, nochmal aufzuwerten. Meinst du? Sagt die Fabrik. Sie sagt auch, wir könnten aufwerten. Bedarfe sind da. So, jetzt haben wir eine Produktion von 4000 möglich. Und die nächste Ausbaustufe wäre achtfach, sprich noch eine Verdoppelung. Das ist doch der Wald, der möchte auch ausbauen. Ja, den der doch Wald noch. Haut raus. Aber dann können wir auch locker nochmal 10 LKWs dazu bestellen. Ist man vielleicht auch nochmal 5 Schiffchen? Den Brettchentransport. Ja, wahrscheinlich. Vielleicht auch 10 Schiffchen. Ja, könnte man durchaus sich vorstellen. Bis die hier sind, passiert ja auch noch ein bisschen. Ach, ist schon Wahnsinn, du. Guck mal, jetzt ist hier hinten schon wieder weniger. Aber die haben immer noch dieselbe Produktion. Also als wenn einmal richtig Schub ankommt, alles abholt und dann, jetzt holen wir mal weniger. Aber hier ist jetzt ordentlich eine Eisenbubbel, hier eine Kohlebubbel und eine Eisenbubbel. Doch schön. Zug fährt aus, ist voll. Ja. Naja, nicht ganz. So, hier haben wir 4 Züge drauf. Hier wahrscheinlich auch, ja. Beiden 4, das bisschen weggestreckt im Unterschied. Zitter und leuchtend Stahl. Was haben wir hier denn mit dem Stahl vor? Achso, direkt mit der Dings zu fahren mit dem Zug? Ja. Dass wir die Schiffe noch entlastet kriegen. Ah, was? Ja. Da wollten wir noch hingehen, noch ein Terminal. Den Quertransfer. Könnten auch mit einer Tram arbeiten.
eine Güter drin. Ja. Müssen wir mal gucken. Wie wir das machen. Weil wir haben hier vier Züge, die hier immer durchballern. Hm? Also hier einen Bahnübergang würde ich nicht machen. Da würde sich das eher lohnen, wenn wir hier drüben Terminal hinsetzen und dann mit LKW ja, das hier rüber. Entweder das oder auf die andere Straßenseite von der Bahn. Wo die gelben Autos gerade langfahren. Ja. Müsste ja von der Reichweite her reichen. Aber ich glaube, du wolltest erstmal in Kantopolis noch nacharbeiten. Ja, da war doch noch. Lorch Bauernhof. Hey, der ist ein Stückchen weiter gerutscht. 3,30 Meter. Mhm. Ja, wir müssen mal gucken. Hier in Kantopolis haben wir ein leichtes bis mittleres Problem. Der Verkehr ist soweit besser geworden, aber wir kriegen die LKWs nicht entladen. Da hat Manu recht, das sollten wir jetzt auf jeden Fall nochmal machen, weil das wichtig ist. Ja. Du willst ja weiter wachsen. Und dafür brauchen wir jetzt noch ein paar Güterterminal, die wir jetzt einfach hier mit dran batschen. Wieso habe ich mir das gedacht, dass es geht? So, dann brauchen wir aber noch einen Straßenanschluss. Guck mal, der wäre hier, Passagiere, Güter, Straßenzugang, Stationseinfahrt, Stadt Alt, Stadt Neu, Stadt Neu. Das wäre dann der hier. Eins weiter noch. Eins. Oder? Nee. Kriegst du das innerste Terminal ja nicht. Ach, da, wo das ist auch schon? Ja, du hast... Die stehen links von der Plattform. Stimmt. Und müsstest du das, das nette Gebäude hier auch wieder umbauen. Vielleicht zwei kleine auf der anderen Seite oder so. Ja, auf der gegenüberliegenden Seite. Ja, wir müssen da ja auch raus. Bisschen sehr kullihaft mit der Treppe da. Ja. Mhm. Aber das ist nun mal der direkte Eingang. Den kann ich leider nicht weglassen. Na, du kannst nur mal versetzen auf die andere Seite. Mhm. Also. Das Gebäude erst entsorgen. Wo hat er jetzt noch Colli mit dem anderen Gebäude oben? Lustiges Spiel. So. Jetzt können wir wieder weitermachen. Vielleicht ist jetzt auch die Kollision hier hinten weg. Nee, schade. Nee. Waren die da der Kollision mit der Straße? Da mit dem einen Gebäude. Gar nicht. Ja, weil das leicht schräg ist, die Straße. Bescheid. So, wir wollen jetzt aber erstmal die Zufahrt bauen. Genau. Willst du nicht erst den Dinganschluss machen? Am Ding, dass du... Nee. Ach so, ja. Zeig ich dir gleich warum. Ach ja, ich erinnere mich, da war ja was. Könnte zumindest klappen, so ist zumindest meine Hoffnung. Reicht noch nicht ganz. Ja, gerade. Gerade. Ja, müsste hinkommen. So, müssen wir uns jetzt ein bisschen rantasten. Oh. Okay. Also immer noch nicht. Ein kleines Stück nochmal weg. Weil wenn man zu viel stückelt, ist auch nicht gut. Oh,
Du bist auf Höhe der Palme eventuell. Ich probiere das jetzt nochmal so. Schön ist es nicht. Aber funktioniert. Ja. Aber fürs Auge sollte es schon sein, Mann. Auch wenn ich nicht so der Schönbauer bin. Aber da ist mein Perfektionismus mir absolut im Wege. Ich glaube aber, das geht auch nicht, hübscher. Nee, müsstest du mehr Vorlauf haben. Den hast du in dem. Eventuell die ganze Straße. Ja. Hinkriegt. Ja, kann man so lassen. Oh. So, das heißt, das haben wir. Jetzt brauchen wir noch eine Ausfahrt an der Seite. Nee, große Gebäude wieder nicht. Nee. So, wo lassen wir sie denn wieder rausfahren, unsere Herrschaften? So weit sind wir noch gar nicht mal. Ach so. Wir müssen sie ja hier hinten wieder rauslassen. Geht ja gar nicht anders. Weil die ja nur hier nach unten weiterfahren sonst. Das heißt, wir brauchen. Nee. Straßenzugang. Das heißt, wir müssen hier wieder raus. Warte, wird gleich gebaut. Und jetzt. 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 Danke. Ja, du bist von der Winterwunderland-Staffel immer noch verwöhnt von der Geschwindigkeit. Nicht, dass es in Staffel 5 dann auch noch irgendwann so eine Winzigkarte gibt. Nein. Nein. Also bei dem, was da so schon ins Auge gefasst wurde an Themen, brauchen wir wahrscheinlich eine ultra große Karte. Die Befürchtung habe ich auch. Und da müssen wir dann halt nur überlegen, wie wir fahren. Ne? Ja, da kann man die Linie in Richtung rumdrehen. Zum Beispiel. Also müssen wir jetzt die Linie umbauen. Oh, also ich würde sie schon selbe Richtung laufen lassen. Wir würden dann halt sich hier einmal kreuzen, aber. Ja gut, aber das ist jetzt dann weniger das Problem. Wir probieren es aus. Mhm. Also. Brauchen wir jetzt dieses, die Linie verwalten. Und zwar wollen wir dann Haltestelle hinzufügen. Und diese. Ja, das passt. Nach der 4 müssen wir es hinzufügen. Ja, habe ich auch gerade gemerkt. Stellen hinzufügen nach der 4. Ja, das ist gar nicht so schlecht. Aber wir können die 4 dann auch rausnehmen. Ja. Das war dann alles leer, aber das müssen wir jetzt mal in Kauf nehmen. Ja, da würde ich vielleicht noch mal mit einem Wegpunkt arbeiten. Das ist eine gute Idee. Um die Sache ein wenig zu entzerren. Nach der 3 muss er da lang. Genau. Oh. Und hier wollen wir dann 2 und 3 benutzen. Was haben wir für eine Abdeckung?
Dürfte eigentlich ganz gut sein. Wir haben natürlich nach unten hin verloren. Also aber zwischendrin an der auf dem Rückweg an der einen Haltestelle oder so. Noch halten lassen. Aber wir haben Brot. Ja, nicht ganz. Ne? Aber wir fahren ja nicht. Wir fahren auch zur anderen Seite hier hin, oder nicht? Werkzeugliefermangel? Nee, wir fahren ja gar nicht darüber. Stimmt. Weil da ja fast nur Waren sind. Aber wir haben hier die Straßenverbindung. Also eigentlich haben wir hier eine ganz gute Verbindung. Zumal wir jetzt auch hier auf die andere Seite mitkommen, ne? Boah. Hat sich etwas verlagert, aber sollte der Sache keinen Abbruch geben. Genau. Steinchen haben wir mit drin. Steinchen kriegen wir auch so gut wie alle. Mit drin, genau. Ja. Und Brot haben wir auch mit drin. Maschinen liefern wir erstmal anderweitig an. Genau. Das kann natürlich massenweise gerade erstmal zurück. Das heißt, der Stau ist hier weg. Was schon mal sehr wichtig ist. Und dadurch kriegen wir natürlich auch wieder hier mehr weg. Natürlich doof, dass die ganzen Sprit-LKWs als erstes dran stehen. Ja, keine Spritsuche in Sicht. Welcher lädt? Keine Abfahrt. Auch Abfahrt. Auch losfahren. Dann drehen sie halt mal eine Runde. Ich glaube, bei 390 Millionen Einnahmen im Quartal, ich glaube, das können wir durchaus verkraften. Echt viele Sprit-LKWs, ne? Mhm. Fällt mir gerade mal so auf. Ja gut, wenn der Zug kommt, dann sind die voll. Ja. Kriegen wir hier eigentlich noch ein Lagergebäude hin? Nein. Links unten auch nicht mehr. Ne? Ist ein bisschen eng geworden. Ja. Oder wir müssen den Sprit auf eine eigene Linie packen. Vom anderen Terminal abfahren lassen. Das könnte man natürlich auch machen. Man könnte ja trotzdem damit reinfahren in den anderen. Zum Abladen. 102. Ja, ich glaube, die brauchen nochmal einen Aufpol. Naja, wenn jetzt gerade angeliefert wurde. Ja, stimmt auch wieder. Haben wir gerade dazu rein. Schön bis hinten durchfahren, dann kannst du auch direkt wieder laden. Ja, bleibt unser Spritzug, war der gerade schon da? Ja, das ist eigentlich unser Spritzug. Auch schon. Nichts mitgebracht? Warum hat er nichts mitgebracht? Mit dem Ding nichts mehr drüben. Haben wir die jetzt ausgequetscht? Ein paar. Die auf Anschlag, ne? Kriegt wieder nicht genug. Doch, die produziert mehr als sie versendet. Ja, vielleicht durch unseren Linienumbau. Das kann sein. Dass er da den ganzen Zug verloren hat, das wäre natürlich fatal. Cool. Sind die LKWs jetzt eigentlich schon im Einsatz für die Linie in Leipzig? Müsste. Hier ist aber auch gut. Umsatz. Der Brötchen, der hat richtig zu tun, ey. Macht der Hafenpendel? Ist am Limit. Alter, was macht die Linie? 49. Hafenpendel. Hafenbahn läuft. Läuft
Das auch. Und der nächste Holzzug. Hier ist der Ölzug. Auf dem Rückweg. Aber es muss doch noch einer da sein. Ja, der ist noch nicht so weit. Hä? Der kommt nicht mehr ans Öl ran, an Kraft, an Dings ran hier. Durch unseren Straßenumbau. Hä? Er war da aber dran. Dann mach noch mal eine gerade Straße weg Richtung vierspurige. Straßenanschluss. Okay. Das jetzt ja. Sehr komisches Phänomen. Ja, ne? Ja gut, du hast die Straße nebendran aus verbreitert. Könnte sein, dass er da so seine Probleme. Das Ding hier hab? Ja, passt. Komisch. Ja, ah, ist wie so. Irgendwie die LKWs Leipzig sind ein bisschen, ja, wo sind sie denn? Kommen sie schon wieder zurück? Ein Zulauf irgendwo. Das ist schon im Einsatzgebiet. Keine Ahnung. Da uns ja, ist hier ist schon eine. Bei 51 Kraft haben wir da schon drauf. Die Ampel? Ja. Weggesprengt einfach mal vorne. Und Versand erhöht sich gerade. Alles klar. Und der Zug wird gleich wieder voll. Das Problem ist ja auch, dass unsere Ölzüge gar nichts losgeworden sind. Na doch, die sind ja losgeworden, haben sie hier abgeliefert, aber von hier. Ja, die geben es links ab. Ja. Und hier kommt jetzt das ganze Öl raus. Bam, bam, bam. Deswegen steigen jetzt mal auch die LKWs. Ja. Wahnsinn. Na gut. Läuft auf jeden Fall alles. Wir haben wieder alles im Griff. Ja, ich glaube, Leipzig Sprit 2 braucht nochmal eine Verdopplung der Kapazitäten. Was? Nur 128 rum. Da kommt schon einer. Leipzig Sprit 2. Da kommt der nächste Leipzig Sprit 2. Ja, okay. Da hinten kommt der nächste. 20 Kilometer weiter kommt der nächste. 23,579 Kilometer weiter macht der nächste. Lass ich das erstmal einpendeln. Bisher die Kapazitäten haben wir da ja. Können ja noch mal, weil es uns Spaß macht. Ein Lagersilo. Wenn es wird. Ah, passt wirklich. Geil. Ein, zwei Lagersilos bauen. Dann sind wir auch auf der sicheren Seite und dann können die sich in Ruhe einpendeln. Dass das alles funktioniert, ist der Wahnsinn, ne? Also mal überlegt, wie viele Linien hier durchgehen. Und es funktioniert alles. Also ein Kind wird sich freuen bei den ganzen Farben. Mal nach Zahlen, ja, ja. So schön bunt. Fernbus ist auch voll. Sind wir noch?
noch so viel? Nö. Hat sich also entspannt ein wenig. Ja. Hat sich entspannt. Hey, ja moin. Hey, ja moin. Was macht ein Erfurt eigentlich in der Ölquelle? Wie geht's der denn, wenn wir schon mal auf der Linie unterwegs sind? Hat auch gedacht. Oh, Bus, Hilfe! Ja, in Ölquelle Erfurt. Der geht gut. Ja. Ein Träumchen. Ich krieg die noch genug von drüben, ja. Und da könnte man vielleicht eine Verdopplung noch gönnen. Müssen oder wir drüben, gucken, ne? Was auf der Linie drauf ist, ne? Ich glaube, er hat hier. Ja. Warte, falsche genommen. Auch falsche genommen. Falsche. Linienbewaldung. Oh, so viel Kapazität ist da gar nicht mehr drauf. Oh. 400. Bei 50 Fahrzeugen. Mhm. Ich sehe schon, wir brauchen diesen australischen Roadtrain-Mod. Oh, das wäre nochmal cool, so ein Roadtrain. Das erinnert mich sehr an Transport Gigant. Mhm. Down Under. Wer das von euch kennt, kann er nochmal was in die Kommentare schreiben. Das ist so meine Anfangszeit von Transport. Gesellschaftsspielen. Wie war das? Railroad Tycoon 1. Oh ja. Wo jeder Waggon einzeln angehängt wurde im Depot. Mhm. Ja, und wo du auf der Strecke dann Depot gebaut hast, wenn du so rumbauen wolltest. Ja. Ist schon cool, ja. Also die Anfänge möchte ich nicht mehr missen. Sagen wir es mal so. Gut, dann haben wir das jetzt auch alles soweit hinbekommen. Das sieht auch alles gut aus. Hier hinten liegt schon wieder ordentlich Holz und Co. rum. Ich weiß auch gar nicht, ob wir da noch Herr der ganzen Sachen werden. Oh, hier ist obwohl, das ist eine Zugladung. Also. Ja, irgendwie. Da müssen wir uns für die nächste Folge was einfallen lassen. Die müssen wir da irgendwie wegkriegen, ja. Ja, ich würde eher zur Teilung der Spritlinie noch tendieren. Ja. Dass man die auf das andere Terminal gegenläufig eventuell sogar. Aber das können wir uns dann in Ruhe angucken. Genau, das schauen wir uns natürlich an in einer weiteren Folge. So, jetzt suche ich nochmal eine schöne Abschlussszene hier. Am Zop? Da ist ja jetzt ein bisschen mehr los in Kantopolis. Ja, das können wir doch machen. Das ist eine schöne Idee. So, meine Lieben, das war es soweit für diese Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen, wenn es euch Spaß gemacht hat. Zeigt uns gerne mit dem Däumchen, wenn ihr noch kein Abo habt. Nehmt eins mit und dann sehen wir uns wieder zu einer weiteren Folge Transport Fever 2 hier auf Kante zockt. Alternativ City Skylines. Ist auch sehr interessant im Moment. Bis dann, euer Kante mit dem Manu. Tschüss. Tschüss. Liebe Fluggäste, aufgrund einiger Startschwierigkeiten bleiben Sie in Kantopolis. Vielen Dank für Ihr Verständnis.